Ich habe Depression. Ich habe schlimme Gedanken manchmal. Nicht, dass ich jemand anderem was antun will, nein. Ich habe keine Lust mehr zu leben manchmal, Leute. Bitte, macht Screenshots und veröffentlicht das. Und das malt ein kleiner Junge. Obwohl wir Jahr 2024 haben, müsstest du so gebildet sein, du Scharmutter. Jeder träumt von diesem Mann. Bei mir ist eiskalt den Rücken runtergelaufen. So, Habibis. Ladies and Gentlemen, danke schön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Ich kann euch so viel sagen, es ist so viel, einiges an Beef, Statements, genau das, was wir brauchen, ne? Und schaut mal hier übrigens, schön mit meiner Pfeife, nicht wie auf TikTok. Oh, ich muss heimlich rauchen, gesperrt mal hier, mal da. Also, Habibis, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Gigi an, denn Gigi braucht unbedingt Hilfe, ist live gegangen und es geht um ihr Kind. Sie macht das Ganze öffentlich, demonstriert, sie möchte demonstrieren, sie möchte stimmen, sie braucht Hilfe, sie braucht Reichweite. Da gibt es irgendein Foto, was ihr Kind gemalt hat. Also ihr Kind gemalt haben soll. Sie hat keinen Kontakt. Sie darf keinen Kontakt zu ihrem Kind haben. Und deswegen gehen wir als allererstes zu Gigi rein. Und dann machen wir alles so weiter, ja? So wie ihr im Titeltrailer erkennen könnt. Also, lasst es euch schmecken. Ja? Genießt es. Und ich sage, let's go on the window. Markiert nicht solche Kommentare. Ihr könnt mich anschreiben. Die wollen doch nur Fame. Wie viele Leute haben in den letzten Jahren gesagt, ich helfe dir? Und ich habe denen gefolgt. Was war dann? Die waren nicht erreichbar. Haben sich als jemand ausgegeben, der sie nicht sind. Nur um Informationen von mir, Gutachten von mir zu bekommen. Ich zeig. Hier, macht Screenshots. Bitte, macht Screenshots und veröffentlicht das. Okay, also das hat jetzt ihr Sohn gemalt. Wir versuchen das jetzt mal zu analysieren, was genau das Foto ist. Es ist auf jeden Fall, das soll glaube ich ein Mensch sein. Der Körper. Und hier ist ein Glied. Und hier auch. Also zwei Stück. Hier kommt was raus, gegen das Gesicht. Und hier runter, also für mich sieht das nach Pisse aus. Ja? Und das soll, glaube ich, Kacke sein. Also ich sage jetzt nur das, was ich sehe. Hier wird nach unten gepinkelt und hier wird Richtung Gesicht gepinkelt. Well, yo. Und ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, wie alt ihr Sohn ist, aber er ist jung, sehr klein. Und das malt ein kleiner Junge. Jetzt ist die Frage, ihr Kind wurde ihr weggenommen und ihre Sorge ist, was wird mit meinem oder was wurde mit meinem Kind gemacht, dass er so ein Foto malt? Wir hören uns das weiter an, passt auf. Schickt das Krasse an Sache. Zeitung, an Fernsehen, an türkische Fernsehen, deutsches Fernsehen. Geht damit in die Moschee, weiß ich nicht, wenn ihr. Zeigt das jedem, jedem. Irgendeiner muss doch mir helfen können. Da steht sein Name. Effe und Freunde steht da. Effe und Freunde. Sein Name steht da. Ist mir scheißegal, ob ich Probleme bekommen werde. Guck mal, das ist auch einer von denen. Das ist auch einer von denen. Es ist mir scheißegal, für mein Kind mache ich mir gerne die Probleme. Das habe ich heute auch beim Jugendamt gesagt. Was würdet ihr tun, wenn euer Kind sowas malen würde? Ist Crazy. meine Frage. Mein Sohn ist 8. 8 Jahre alt. Also wenn man das Bild so zum ersten Mal sieht, denkt man sich erstmal vielleicht nichts dabei. Aber wenn man genau hinguckt, das ist schon heftig, ne? Ein 8-Jähriger, der sowas zeichnet. Was würdet ihr tun? Mach weiter, lass dich nicht unterkriegen. Das ist auch sehr wichtig. Anstatt dass ihr sagt, hör auf, ihr müsst sagen. Ihr müsst sagen, mach weiter, hör nicht auf, Gigi. Die tun mich immer demotivieren, die haten mich, die machen mich runter, ich höre auf. Ich kämpfe dann nicht mehr so, wie ich kann. Versteht ihr? Bitte motiviert mich, bitte steht hinter mir, bitte unterstützt mich, dass ich nicht aufgebe. Es ist nicht einfach für mich. Es ist nicht einfach für mich. Wenn 5 Streams laufen und alle sagen, ich mache das für Geld, ist es nicht einfach weiterzumachen. Ich habe Depression. Ich habe schlimme Gedanken manchmal.
Nicht, dass ich jemand anderem was antun will, nein. Ich habe keine Lust mehr zu leben manchmal, Leute. Warum? Weil ich schaff's einfach nicht mehr. Ich kann meinem Kind nicht helfen. Egal, was ich tue, ist es falsch. Und jetzt frage ich euch. Aber Gigi, ich sag dir mal so, ich weiß, dass du ja meine Videos guckst. Das Schlimmste, was du deinem Kind antun kannst, ist, wenn du genau solche Gedanken hast oder nicht mehr da bist, so hart das klingt. Ja? Also sei eine starke Mama und mach alles, dass du deinen Sohn wieder hast. Ich sag zu euch, helft mir bitte. Ich flehe euch an. Ich gehe auf die Knie, wenn es sein muss. Versteht ihr? Helft mein Kind, nicht mir. Helft mein Kind. Es könnte auch euer Kind sein, Mark. Es kann jedem von euch passieren. Bigum, es ist doch egal. Es ist doch egal, warum er weg ist. Es ist doch egal. Meine Leute, meine Modis, die gehen mit mir zu den Gesprächen, die sehen mittlerweile, warum habe ich so viele Menschen hinter mir? Warum ist meine ganze Community hinter mir? Weil die die Wahrheit sehen. Aber ich kann doch nicht 1000 Leute mitnehmen. Ich werde nach... Nächste Woche, Donnerstag, habe ich einen Termin. Beim Anwalt. Ich wechsle wieder meinen Anwalt, okay? Nachdem ich mich mit ihm abgesprochen habe, ich küsse dein Herz, Elina. Ich muss mit dir auch reden. Nein, ich war nicht diejenige, die ihn dahin gebracht hat. War ich nicht. Nein, Arzu, es ist nicht alles okay. Hört auf, Lügen zu verbreiten. Wenn euer Kind so ein Bild malt, würdet ihr nicht psychisch krank werden? Würdet ihr nicht weinen? Würdet ihr nicht an die Öffentlichkeit gehen? Würdet ihr, wenn das Jugendamt euch nicht ernst nimmt, würdet ihr euch nicht an die Öffentlichkeit wenden? Wäre es euch nicht egal, dass euer Ruf kaputt geht, dass Leute euch für psychisch krank erklären, weil ihr ständig am Heulen seid? Es geht um dieses Bild. Ich will kein Geld von euch, ich will nichts von euch haben. Es geht um dieses Bild. Mein Sohn hat das in einer Einrichtung gemalt, er ist 8. Er ist in eine Einrichtung untergebracht, weil die Oma väterlicherseits ihn geschlagen hat. Ist er in einer Einrichtung und hat dieses Bild gemalt, was ich zufällig gefunden habe. Als ich die Betreuer angesprochen habe, haben die gesagt, das ist ein Kind, das kann so ein Bild malen. Ich bitte euch darum. Guck mal, meine Frage, auch ich glaube viele von euch, wieso malt ein Kind so ein Foto? Was steckt dahinter? Wurde das mit dem Kind gemacht? Wisst ihr, was ich meine? Also warum kommt ein Kind auf so ein Bild? Auf was für Gedanken kommt er, dass er so ein Bild malt? Das ist so meine Frage. Dass ihr damit an die Öffentlichkeit geht. Dass ihr Fernsehen für mich anschreibt. Zeitungen. Irgendwelche Leute, die mir helfen können. Leute, ich gehe jetzt offline. Wer mir helfen will, soll mir auf Instagram schreiben, Gigi die Echte. Ich suche auch Psychologen, die das analysieren können. Sozialarbeiter. Ich habe die Betreuer angesprochen, die haben gesagt, das ist ein Kind, ist normal. Das ist heftig, Alter, dass die sowas sagen. Es ist doch egal, wann er das gemalt hat. Was, wann hat er das gemalt? Ist doch egal, wann. Ich weiß nicht, wie ihr die ganze Sache sieht, aber... Wir helfen gerne Leuten und das sieht sehr danach aus. Ja, also sie braucht wirklich Hilfe. Es ist schon heftig, Alter. Gut, ansonsten will ich euch mal ein Bild zeigen, das mir auch geschickt wurde. Bitte guckt euch das Bild an und liest mal selbst. Mein Englisch ist eh göttwerend, deswegen lest mal bitte. Jeder träumt von diesem Mann. Also wenn ihr die Augen eines Mannes irgendwie eingibt, dann komme ich. Ich weiß nicht, das Bild war eigentlich, weil ich eine Kooperation mit einer Uhr und so einer Kette hatte damals. Aber das ist echt cringe. Warum, Digga? Sind wir jetzt auch noch international geworden, oder was? Ich würde sogar sagen, wir machen weiter mit
Beef. Komm. Das lieben wir doch. Müllmann, Genickbrecher. Fangen wir erstmal damit an, komm. Mach dir hier über Soccerstars. Okay, hast du getippt? Nein, habe ich nicht. Okay. Und du? Nee, bei Check24 habe ich getippt, ja, aber nicht um Geld. Ja. Was hast, hast du heute schon deine Anne-Gemacht gemacht? Oh. Nee, ich habe bei deine These gemacht. Hast du schon Domates-Sockmack in von deiner Anne gemacht? Ich hab bei deiner Anne Memelere Nialamas gemacht. Ja. Und dann habe ich meine Zunge genommen, so. Danke. Hättest du knabbern können, so. Ja, deine Zähne sind alle dran. Alhamdulillah, die sind alle dran. Mashallah. Wunderschön. Du bist ein hübscher Junge. Voilà. Du wirst bald mit Tesla Hahn in derselben Zelle landen, glaube ich. Ja, das kann natürlich sein, ja. Wenn alle Stricke reißen, dann wird das so sein, ja. Ja. Aber man wird ja wohl noch Träume haben dürfen, ne? Richtig. Ja, wenn du mich schon nicht packst, wenn du nicht schon kommst, um mich zu packen, dann hoffst du auf die deutsche Justiz, ne? Du wohnst ja nicht mehr in Crailsheim. Natürlich wohne ich noch in Crailsheim. Nein, wohnst du nicht. Woher willst du das wissen? Ich weiß es ganz genau. Woher willst du das wissen? Ich weiß es ganz genau. Woher willst du das wissen? Alles gut. Schwör bei Allah, Sipani Wudiala, nicht weine. Ich schwör auf deine Anne. Schwör auf Mohammed Asalalam Rasulullah. Schwör. Modi, alle rausschmeißen, die Nürnberg reinschreiben. Ich wohne noch in Crailsheim. Mach dich dein drauf. Kopftuch frisch gewaschen. Mach dich drauf gefasst, Ölmann. Auf was denn? Pass auf deinen Gürtel auf in dein Kinderzimmer. Ey, du hast mir einen Fake Hells Angel hier in den Stream geschickt. Ich habe recherchiert und der war gar kein Hells Angel. Solche Typen seid ihr. Der hat zu mir gesagt, der hat mit dir und mit Dudi geredet und so. Der Typ war kein Hells Angel. Der aus Duisburg ist bei Hells. Also er kennt die ganz Großen von Hells. Mach dir da keinen Kopf, Bruder. Wer? Dein Dudi, Moody? Nein, Dudi ist ein kleiner Göttwerden, das ist ein Peach. Genauso wie du, Junge. Ja. Ihr seid so nur so TikTok, so TikTok-Fitner-Typen. Junge, egal wann ich hier live komme, für eine Stunde, du bist den ganzen Tag live. Du hast keine Freunde, du hast Angst, in der Realität rauszugehen. Ich habe hier Freunde, ich habe meine Community. Genau, deine Community. Und in der Realität hast du nichts, weil dir jeder die Schnauze einschlagen will. TikTok sportlich, weil du Klar, ist einfach so. Du traust dich nicht mehr mal auf die Straße, Junge. Du traust dich nicht mehr mal vor die Tür oder einkaufen zu gehen. Du bestellst ja mittlerweile bei Amazon deine Tomatenmarkt, weil du Angst hast, draußen einkaufen zu gehen. Warte mal ganz kurz, weißt du das alles? Ich weiß das alles. Das weiß ich alles. Das ist dein Leben. Du bist beschränkt. Du bist eingeschränkt in dein Kinderzimmer in vier Wänden. Du bist eingeschränkt unter vier Wände in dein Kinderzimmer. Erzähl mir noch mehr über mein Leben. Ich erzähl dir noch was. Und dein Baba, dieser Peach, der hat deine Anne damals. Und dann kam ein Orrus wie du auf die Welt, TikTok-Sport. Ölmann. Ich habe eine Frage, Ölmann Abi. Eine Frage. Warum bist du so ein Achus Scharmuta? Warum? Er bekommt zu wenig Liebe und. Was ein Gespräch, Leute, oder? Das ist so krass, Alter. Aufmerksamkeit. Ich glaube, er hat seine Familie. Vater und seine Mutter Aua erwischt. Richtig, denke ich. Hier machen wir noch meine These rein. Wa alaikum salam. Wa alaikum assalam. Jetzt komm, trau dich noch mal was zu sagen. Josef, sag ihr auf deine Sprache, sie soll raus. Komm, lass sie doch drin. Hast du ein Problem mit ihr oder was? Lass sie doch drin. Jaula, gönn ihr doch mal ein Match, Junge. Mach doch ein Match. Komm, sie freut sich, wenn wir ein Match machen. Sie freut sich, wenn sie mit uns ein Match machen kann, Junge.
Jetzt nimm doch mal an, Junge, mach doch Match mit ihr. Weißt du, wie viel ein Coin bei ihr in Syrien wert ist, Mann? Jetzt hilf ihr doch mal. Warum wollt, guckt mal, wie sie lebt, Junge. Mach doch mal ein Match mit ihr jetzt, dass sie ein bisschen Aufmerksamkeit hat, Mann. Warum könnt ihr hier nicht? Warum könnt ihr hier nicht? Könnt ihr doch mal einmal, Alter. Aber sonst könnt ihr die ganze Zeit um Rosen betteln. Nimm an, Alter. Los, nimm an. Nein, ihr macht die ganze Zeit Rangliste Matches mit irgendwelchen Rich-Kids, Alter. Mach doch mal Matches mit solchen Frauen aus Syrien. Los. Mach doch mal Matches mit Frauen aus Palästina, Junge. Was ist los mit euch? Nein, ihr wollt nur Zuschauer. TikTok sportlich, mach dich drauf gefasst, Ullmann. Gegangen, Ullmann. Mach dich drauf gefasst. Ich schwöre auf Koran, Bruderherz, der wohnt nicht mehr in Kreuzheim. Ich werde rausgekriegt, TikTok sportlich. Ich sag nichts mehr dazu. Das ging zu weit. Was macht der da, Digga? Und gesperrt ist er. Das, Leute, ist Müllmann seine Strategie, dass er die Leute so provoziert und bis ans Platzen bringt, bis zum Platzen bringt und dann lässt er sie von seiner Community sperren und sagt, geht drüber, sperrt sie. Guck mal, hier ist noch ein Clip, das wir uns unbedingt reinziehen. Wie derselbe Kobe. Bill Jackson, K-Fick, Donner-Namen-Akroje Jackson. Hier kommt ihr mal wieder sehen, Leute, was Jackson, Ellbogen, Checky, Onner-Bill Jackson. Streams wie Yasser Abu-Chaka oder bei Papa Kalle. Ja, dementsprechend, Leute, geht lieber in den Nachhilfeunterricht oder keine Ahnung. Geht raus, bisschen Fortnite zocken. Macht auch keinen Spaß für euer zukünftiges Leben, ja. Ich meine, guckt euch diesen Herren an, wie er seine Käppi trägt, ja. Und wie er hier wild gestikuliert und wie er versucht, Aufmerksamkeit zu kriegen. Dabei hat er am wenigsten Zuschauer von allen zusammen. Dann haben wir noch diesen King, der nennt sich King im Internet, ja. Wir wissen, die Harvard University hat schon herausgefunden, dass alle Menschen, die sich im Internet King oder Baba oder Chabo oder was weiß ich, Papa oder sowas, dass das alles Menschen sind, die etwas zu bewältigen haben, die müssen was kompensieren aus ihrem Real Life. Ja. Und die Harvard University hat herausgefunden, dass das alle Kelps sind, alles Kelps, alle gemeinsam. Ja. Und dann haben wir noch so einen mit diesem Typen hier, ich weiß nicht, wie viel der wiegt, das könnt ihr selber. Kennst du Shutdown-Boxer machen? Nicht unter, ich weiß nicht, 110 Kilo. Ja. Vielleicht ist er so 1,70 groß. Ja. Normalerweise trägt der Herr immer ein Kopftuch. Heute wohl nicht, weil heute wird das Kopftuch mal gewaschen. Ja, das ist doch was Tolles. Ja, Heute wollte Ullmann annehmen, dass ich kein Kopftuch aufziehe und deswegen habe ich das für sie gemacht. Aber nicht so gut ist, dass er nicht variiert. Er macht immer dasselbe, seitdem er hier auf dieser Plattform ist. Immer Jibby Jackson, Jibby Jackson. Bei Boxen? Und dann redet er ewig rum. Komm in meine Bett, ich zeig dir eine schöne Du, dich werde ich noch dies und das. Und du, dieser du, Gimmelbrecher, dich werde ich noch so und so. Nie ist was passiert, gar nichts ist passiert. Nimm mal Ullum. Es wird auch in Zukunft nichts passieren. Ohne Blut trocken. Macht euch keine Hoffnungen, dass ihr irgendwann mal eine Szene sehen werdet, wie die zwei sich treffen und sich streiten. Das wird niemals passieren. Das ist einfach nur immer viel Blabla. Da wird sonst nichts passieren. Ansonsten, was kann man noch zu diesem Herren sagen? Der kommt in diese Plattform und sagt erstmal: Ich nehme hier alle auseinander, ihr Rosensammler und sowas, ne? Ja, und jetzt hängt er genau mit diesen Leuten die ganze Zeit ab. So ist es mit dem Genickbrecher. Und dann nennt er sich auch noch Genickbrecher. Also so ein Typ wie er mit so einem Namen, das beweist doch einmal mehr, dass wir genau richtig sind, so wie wir sind und wir nicht so verenden möchten, wie er es ist, ne? Bester Mann, lüftest du heute mal deine Haare, deine Schädeldecke? Hallo. Was mit? Ich muss gerade einfach überlegen, wie wenig Gehirnzellen ein Mensch haben muss, um sich hier den Almans als Islamhasser zu geben für ein bisschen Content. Da merkt man, ich bin kein Islamhasser, ich liebe meinen Islam. Man merkt, wer auf den Kopf gefallen ist und mehr nicht. Ich supporte den friedlichen Islam, aber dass so einer wie du das nicht verstehen möchte, per se nicht verstehen möchte, das beweist einmal mehr, dass du genau richtig bist in dieser Plattform, ja? Ich bin der Beste hier auf der Plattform, ich bin der King, ich bin der Beste. Ja. Du nenn dich King Genickbrecher.
Du hast deine Zuschauer, die sich auf der Straße nichts trauen und deswegen lachen sie sich bei dem Stream den Arsch bis Arsch also, ab. Freuen ich habe Leute so in meinem Stream. Schlafen. Ich habe von allen Ethnien und allen Religionen habe ich Leute in meinem Stream. Überall sind Leute. Du hast gar nichts. Du bist ein Doch. Ich hab Obdachlose, ich habe Heuschrecken, ich habe Anwälte, ich habe Gangster, ich habe alles, ja. Crazy gestört, Digga. Ohne Spaß. Gut, dann hören wir uns was ganz Interessantes an, was ich auf was ich gestoßen bin, was ich mir unbedingt mit euch reinziehen möchte. Ich will nicht sagen, dass ich ein ähnliches Fall hatte, aber kennt man. Abu Goku wollte ein Haus kaufen und wie sich herausstellte, sind die Verkäufer rechts. Ich habe ein Haus gekauft und der Käufer ist nach einer Woche vom Kauf zurückgetreten und ich erzähle euch jetzt warum. Ich will nicht urteilen und ich bin auch der allerletzte, der diese Rassistenkarte zieht, denn ich feiere das nicht, wenn man bei jeder Kleinigkeit sagt, das ist rassistisch. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das vorkommt. So, Step 1, ich habe das Haus besichtigt, es hat mir gefallen. Nächsten Tag hatten wir den Termin mit dem Immobilienmakler, mit dem Eigentümer und seiner Lebensgefährtin, um über das Haus zu sprechen. Wir haben anderthalb Stunden geredet, wir haben uns verstanden und wir sind zu einer Einigung gekommen, haben einen Handschlag drauf gegeben. Er hat mir noch 10 Minuten eine Predigt gehalten, wie wichtig ein Handschlag ist und dass alles dingfest ist. Daraufhin hat der Immobilienmakler gesagt, so, wir brauchen jetzt das Geld auf dem Konto, damit wir nachweisen können, dass du zahlungsfähig bist. Also habe ich natürlich die Gelder bewegt und viel in Bewegung gesetzt, damit das passiert. Ich habe voller Freude meine Frau und den Kindern erzählt, dass wir jetzt wahrscheinlich in ein neues Haus ziehen und wir das gar nicht glauben können. 4 Tage später ruft mich der Immobilienmakler an und sagt, hey Abu, die Eigentümer möchten doch nicht an dich verkaufen. Bei mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ich sagte, warum? Was ist der Grund? Er sagte, der Eigentümer hatte im Internet gelesen, dass da ein paar Negativkommentare über dich waren. Der Makler hat mir gesagt, ich habe auch schon versucht, mit ihnen zu reden, aber die lassen nicht mit sich reden, die bestehen darauf, das dir nicht zu verkaufen, weil diese Kommentare im Internet sind. Ich wusste nicht, was ich machen soll und dachte einfach, ich appelliere an die Menschlichkeit und bin nächsten Tag selber hingefahren, um mit denen zu sprechen. So, ich bin hin, habe geklingelt, stand vor der Tür, er hat aufgemacht, also ich dachte, sie wären die Altenpflegerin. Und dann habe ich gesagt, können Sie mich vielleicht eine Minute anhören? Und er hat gesagt, okay. Wir haben uns hingesetzt und haben 2 Stunden geredet. In diesen 2 Stunden wurde ich noch nie in meinem Leben so denunziert wie da. Wir hatten ja das Vorgespräch schon miteinander geredet. Dann kamen Fragen wie, ja, ist Ihre Frau auch wirklich deutsch oder haben Sie uns angelogen? Und hat Ihre Frau dann auch 10 Geschwister, wie Sie 10 Geschwister haben? Haben Ihre Geschwister dann auch nochmal Kinder? Dann laufen ja bald 50 Leute von Ihrer Sorte hier rum. Boah. Da freuen sich ja die Nachbarn. Und ich habe so nett, wie es geht, versucht zu bleiben. Ich habe dann erwidert, ja, ist doch schön, eine große Familie, wir sind hier aufgewachsen. Ich habe wirklich so nett und demütig, wie es nur geht, versucht zu reden mit denen. Weil es sind ältere Leute und ich will nicht respektlos sein. Dann haben die mir die Kommentare gezeigt, um die es ging. Kommentare wie, ja, Abu, unsympathisch oder ja, Abu, zwei Gesichter, ich kaufe dem gar nichts ab oder Abu, der Moslem, der respektiert eh keine anderen Religionen. So Meinungen von irgendwelchen Leuten. Von 300 Kommentaren waren da 6 oder 7 Kommentare, die mir gezeigt haben, worum es geht. Dann sagt die Frau mir, sie respektieren doch eh keine anderen Religionen. Sie haben doch hier dieses Gebetsmal. Ich sag, mein Bruder ist Christ. Mein Bruder heißt Michael und ist Christ. Wie können Sie sowas von mir behaupten? Nee, behaupte ich ja nicht, aber das steht so im Internet. Ich sage, okay, dann tun Sie mir bitte den Gefallen und unterstellen Sie mir das nicht. Sie sagt, doch, solange es da steht, stimmt es ja. Ich habe so nett, wie es geht, versucht, mit denen zu reden. Der Mann hat die Dame schon oft unterbrochen, weil sie ihm gesagt hat, lass ihn doch mal reden, lass ihn doch mal reden. Sie hat mich nicht reden lassen. Sie hat mir ständig vorgeworfen, was für ein schlimmer Mensch ich bin und dass ich ein ganz böser Mensch bin, wegen 6 Kommentaren, die sie im Internet gelesen hat. Ich sagte zu ihr, ich kann nicht alles löschen, was im Internet steht. Und ich kann nicht von jedem die Meinung ändern, die Menschen über mich haben. Und dann sagte sie, ja, weil das stimmt, wie es dort gesagt wird über sie. Eine Sache hat mich richtig traurig gemacht. Sie sagte nämlich, ja, und wieso darf Ihre Frau nicht mitkommen zur Hausbesichtigung? Ich sagte zu ihr, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber ich habe 5 Kinder und ich wollte nicht Sie belästigen, mit meinen 5 Kindern umherzukommen und dass Sie hier dann Ihnen auf der Nase rumtanzen. Ich dachte erstmal, komme ich alleine. Und dann sagte sie zu mir, nee, wenn mein Mann mir ein Haus angaukeln würde, wovon ich keine Ahnung hätte und was ich nie gesehen habe, dann würde ich den sofort verlassen. Ich sage, hä? Ich sage, wir haben doch einen Termin gemacht, dass ich mit meiner Frau und den Kindern mal vorbeikomme, um das Haus anzugucken. Aber ich dachte, erste Besichtigung, ich will euch nicht direkt überrumpeln mit den 5 Kindern. Sie wollte es nicht verstehen und hat darauf bestanden, dass meine Frau nicht mitkommen darf, weil ich sie nicht lasse. Wir haben 2 Stunden dort geredet und es sind noch mehr Sachen gefallen. Als letztes habe ich, mein letzter Satz war an denen,
Ich appelliere an ihre Menschlichkeit und hoffe darauf, dass sie auf den Handschlag noch Wert geben, den wir gemacht haben, und dass ich dieses Haus trotzdem kaufen darf. Dann bin ich gegangen und das war das Letzte, was ich bis jetzt von denen gehört habe. Diesen Land mein ganzes Leben. Und ich bin der Letzte, der bei irgendeiner Sache die Rassismuskarte zieht. Denn das, was ich nicht cool finde, wenn die Leute nicht stolz auf ihr Land sind. Ich bin mit Deutschen aufgewachsen, die sich getraut haben, ihre Deutschlandflagge zu heben, was ihr Recht zu 100% ist. Wenn ich Deutscher wäre, wird an jeder einzelnen meiner Wand eine Deutschlandflagge hängen. Ich bin mit sehr vielen stabilen Deutschen aufgewachsen, die wir, wo wir haben uns gegenseitig nicht fertig gemacht. Klar hat man immer seine eigenen Witze in der Freundeskreis gehabt, aber wir haben uns respektiert und geschätzt. Naja, auf jeden Fall würde mich gerne eure Meinung in den Kommentaren interessieren. Wir sind auf jeden Fall sehr traurig darüber, aber es steht alles geschrieben und es ist alles Schicksal. Ey, heftig, oder? Heftig. Ich habe keinen Zugriff zu den Kommentaren, weil ich kein Konto habe. Was sagt ihr dazu? Ich könnte jetzt ganz viel dazu sagen und werde ich nicht machen, weil es sind solche Themen, die einfach nach hinten losgehen können. Schade, sehr traurig. Und ich kann euch nur so viel sagen, von meiner Seite aus ist es so, als Selbstständiger in Deutschland oder allgemein, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, da hat man so die A-Karte. Vor allem, wenn es um so Sachen geht wie Immobilien, ja, die ein Haus kaufen, es ist ziemlich schwierig. Da kannst du sogar, keine Ahnung, ein sehr gutes Einkommen haben, da kommt einer, der irgendwo angestellt ist und hat es viel leichter wie du. Ja? Obwohl wir so viel Geld an den Staat zahlen, regelmäßig unsere Steuern abgeben, ist es trotzdem so, dass die Banken im Endeffekt sagen, nö, sie sind selbstständig, sowas brauchen wir nicht, wollen wir nicht und tschüss. Es ist heftig, Alter. Und selbst wenn sie die Zahlen sehen, sagen sie, ja, es reicht nicht aus, egal wie hoch es ist. Also, keine Ahnung, ich finde es sehr, sehr schade, dass das so ist. Ballert mal ihr eure Meinung in die Kommentare, was das angeht. Ansonsten würde ich sagen, ziehen wir uns ganz kurz Coach Nankör rein, was mir auch geschickt wurde, weil er irgendwie seine 5 Minuten hatte. Das ziehen wir uns doch sehr, sehr gerne rein, ne? Also. Wenn du aufgehört hast, wenn das dann aufhört, Toxin auf ein Gift allergisch reagierst und du schämst dich nicht, du kommst hier rein und tust so, als wärst du ein gesunder Mensch. Du merkst doch, Zigaretten. Doch, komm hier rein, wenn du aufgehört hast. Wenn das dann aufhört, wenn du den Mut hast, 3 Monate aufzuhören mit diesen scheiß Drogen, dann komm zurück und dann brauchst du gar nicht mich fragen. Ist dann alles weg. Okay, mach ich. Trinkst du Kaffee? Selten, also sehr selten. Sag doch einfach ja. Sag doch einfach ja. Na, dazu kann man nicht ja sagen, weil ich sag mal im Monat vielleicht einmal. Also echt selten, sehr selten. Okay, okay. Dann wieso nicht bei Zigaretten so einmal im Monat? Okay, ich gebe mir Mühe. Du gibst dir Mühe. Brauchst du nicht. Ist dein Leben. Rauch heute 3 Schachteln, ist mir scheißegal. Okay. Mich interessiert das nicht. Mir musst du nichts beweisen, ja? Ich freue mich, wenn du rauchst, weil dann fallen die hübschen Frauen auf, die nicht rauchen und trotzdem alle Männer bekommen in ihrem Leben und trotzdem glücklich sind, ja? Also bleib so, sonst gibt es keinen Unterschied zwischen gut und schlecht. Das Beispiel, so wie du dein Leben lebst, ist schlecht, dass du Philip Morris das Milliarden von Euros in den Rachen drückst. Für was? Für was? Für einmal paff, paff, paff und draußen sieht man aus wie eine Kachbar, egal wo du stehst und rauchst. Man sieht einfach wie eine Kachbar aus, ja oder nein? Da kommt drauf an. Nein. Das hat Marilyn Monroe gesagt. Sie hat gesagt, wenn du rauchst, als Frau Zigarette in der Hand hältst, sieht man aus wie ein Kachbar. Okay, Coach Frankie. Wie bitte? Das sagt deine Mutter auch. Das sagt jede Frau auf der Welt, außer Miriam. Also du findest das nicht ein bisschen. Also du findest, das sieht anständig aus, wenn man eine Frau eine Zigarette in der Hand hat und in der Stadt ist. Ich weiß nicht, wir leben schon 2024, ne, irgendwo. Wer? Aus welchem Land kommst du? Sag doch. Ist okay. Sag also doch, aus welchem Land kommst du? Ich kenne dich ja. Aus welchem Land kommst du? Sag doch einfach, warum schämst du dich? Ich schäme mich nicht. Dann sag doch einfach deine Herkunft. Nee, ist okay. Sag doch deine Herkunft. Warum schämst du dich dafür, wo du herkommst? Das hat doch nichts damit zu tun. Dann sag doch einfach ganz offen zu mir, woher, aus welchem Land du kommst. Weil wir haben ja Jahr 2024. Tam, okay, Coach Frank. Aus welchem Land kommst du? Kurdin, Türken? Das ist egal. Danke. Warum schämst du dich?
Komm nie wieder vor meine Nase. Schäm dich einfach nur. Ich hoffe, okay. die Zigaretten machen einfach, du weißt schon, ja? Komm hier nicht mehr hoch, schäm dich, Mann, ja? Einfach, okay. ich hasse Menschen, die nicht zu ihrem Volk stehen. Die nicht zu ihrem Volk stehen. Ich will noch nicht mal dich rausschmeißen. Okay? Runterschmeißen. Ja, bleib da so lange drin, wie du willst, ja? Also, ich hasse das, wenn eine Frau nicht zu ihrem Volk... Also, wir haben 2024 und trotzdem sitzt du alleine zu Hause. Ohne Mann, ohne Kind, ohne alles. Obwohl wir das Jahr 2024 haben, rauchst du trotzdem Zigaretten und tötest dich selber. Obwohl wir Jahr 2024 haben, müsstest du so gebildet sein, du Scharmutter. Okay. Raus mit dir, sick, der geht aber das Körb. Das ist ein Fitnessstream, kommst hier rein, ja, mit Mundgeruch Zigarette. Lass mich in Ruhe, Mann. Ja, ganz normal. Ich muss dich beraten, ich muss dir alles sagen, aber du sagst mir nicht mal, aus welchem Land du kommst. Wir haben 2024. Wo haben wir 2024? Wir benehmen uns aber wie Steinzeitmenschen, finde ich, auf dieser Welt. Ja, wenn es um ihren Egoismus geht, so sind unsere Leute. Dann ist moderne Zeit, ist ja 2024. Und jedes Mal kommt sie rein, jede Woche, es tut mir leid, jede Woche. Westside, ich rede nicht mehr mit dir. Ja. Coach, wie heißt die Frequenz? Ja, das massiert eure Gehirne. Das ist 888 Frequenz, ja. Wieso? Ackermann, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Ackermann. 20 Uhr ist Release. Selber, hallo. Stell deine Fitness. Hast du eine Mindset-Frage? Ja, bis September, ich wiege aktuell 100 Kilo, bin 1,93 groß. Ich würde gerne für den Urlaub 10 Kilo abnehmen. Wie mache ich das? Also außerhalb von Training. Klar, gute Ernährung, aber hast du Tipps zum Fettverbrennen? Ich kriege manchmal Angebote, sogar 10.000 Euro sogar aus Dubai. Dein Urlaub in dich rein, zick dir geht am Nasskö. Wegen Urlaub? Schämst du dich nicht? Urlaub 10 Kilo! Du musst das ganze Jahr! Du musst das ganze Jahr aufpassen! Du musst immer drauf achten, wegen deinem Urlaub! Nur, dass du irgendeine Kachbar-Dings hier machen kannst. Willst du hübsch sein? Das regt mich auf. Das ist so traurig. Andere trainieren 10 Jahre und du für deinen Urlaub? Ja, 10 Kilo. 10 Kilo? Halbes ja, Jahr aber ich trainiere 10 Jahre dafür. Warum soll ich dir da weiterhelfen für deinen scheiß Urlaub? Und mit wem fährst du in Urlaub? Mit einem Kollegen. Mit einem Kollegen. Ihr werdet euch sowieso nach 3 Tagen streiten. Was für ein Müll. Und was macht ihr dann? Irgendeine Nicole da abschleppen. Was hast du davon? Das Mädchen lernt dich kennen, sie merkt, zu Hause bist du der Alte. Nimmst du wieder 10 Kilo zu. Was ist das für ein Leben, was ihr führt? Was ist das für ein Leben? Für Urlaub, für Urlaub. Warum kannst du nicht immer sexy sein? Hast du recht. Es geht nicht um Recht. Es geht nicht um Recht. Du kommst hier rein. Ich versuche Leben zu verändern. Du kommst hier rein, sagst für deinen Urlaub. Ich hoffe, die Turbinen deines Flugzeuges fallen aus, kurz vor der Landung. Und ich sehe das in den Nachrichten. Ich glaube, viel müssen wir nicht dazu sagen. Ach du Scheiße, Alter. Boah, das war schon ein bisschen zu viel. Ich habe noch ein paar Ladungen, aber die schießen wir im nächsten Video raus. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns im nächsten Video.